Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Ja, wir treiben uns immer noch auf dem ersten Planeten rum und versuchen, unser Raumschiff zu bauen und es aufzutanken. Und wir sind kilometerweit gelaufen. Und das einfach nur, weil wir mal wieder nicht wirklich gesehen haben, ich hätte die ganzen Pilze und so auch mitmachen können. Das wusste ich gar nicht. Die ganzen Pflanzen und so hätte ich alle mitmachen können. Das gibt's doch nicht. Oh, dann haben wir wieder was. Eulanit. Okay, also man kann auch sowas erforschen. Das ist mir nicht bewusst gewesen. Aber dafür zockt man es ja, um es rauszufinden, nicht? Und ja, alles, was wir jetzt nur entdecken. Wer sieht? Dich kennen wir schon. Oh Gott. Wollen wir mal wieder was lernen? Impulsdüse Tau. Mhm. So. Puh. Ach, da lang muss man ja. Ich laufe schon wieder völlig falsch. Nur weil ich wieder Pflanzen suche. Hallo? Wenn natürlich zu irgendwas Name einfällt, werde ich die natürlich zu nutzen. Aber zurzeit fällt mir einfach nichts ein, außer Rotblume und Grünkraut. Warum? Weil es rot und grün ist? Ne, wahr? Ja, heul doch immer mal rum. Okay. Schon? Ja. Ist das jetzt hier schon wieder neu? Ne, oder? Doch. 20.000, ja, machen wir. Giftschutz stabilisiert sich. Das ist schön. Giftschutz stabilisiert sich.
So, und ich gehe mal wieder hier rein. Und ich lade mal den ganzen Scheiß hier hoch. So. Auch schön speichern. Zweimal nichts gefunden, das ist ärgerlich. Ah. Wow. Boah, das ist ja riesig. War da vorne schon? Das war das auch so ein riesiger. Ja, da war es schon so riesig. Also, da war nicht vorne schon so riesig, aber... das war auch so ein riesiger. Wieder was entdeckt. Ja, das sollten wir vielleicht auch gleich mal mitmachen. Oh! Sogar einen Stein kümmern. So eine depperte Drohne. Boah, jetzt kommen wir dem Raumschiff endlich mal näher. Hinter diesem Berg da hinten. Oh, er hat es geschafft. Das war knapp. Ich bin zu weit weg. Da gibt's Eisen, da gibt's Eisen. Los. Ich will jetzt endlich weg von diesem Planeten. Aua! Das waren die Viecher. Aua! Die habe ich mich die ganze Zeit besucht, diese Viecher. Da so rumschlängeln. Ich dachte die ganze Zeit, naja, hoffentlich laufe ich in keins rein und puff. Laufe ich selbstverständlich in eins rein. So. Gleich sind wir da. In 5. Mal schön, aber das da oben noch nicht, oder? Das, ja.
Dann machen wir. Nimm mal. Und ja, alles entdeckt. Wahnsinn. Flora, Fauna, Tiere. Andere Menschen, sozusagen. Andere Lebewesensformen, Gedöns. Nee, ist noch nix. Und was ich aber an meinem Reden merke, ist, ich muss ins Bett. Das ist langsam an der Grenze zu gut und böse. Nee, von gut zu böse, so rum. Genau das meine ich. Ach, komm schon. Wir sind gleich da. Ja. Der Giftschutz, der Kleine. Oh. Boah, da vorne ist es. Daheim. Da bin ich doch glücklich. Lalalala. Ach ja. Da. Ich glaube, jetzt keine Spirenzchen mehr. Krasse ist, dass wir ja hier sowas noch haben. Und so. So. Ist ja gut. Giftschutz als Experte. Boah. Yippie! Wir sind da! Lass mich hier runter! Können wir hier nochmal gucken kurz? Double scan. Gut. Und jetzt, liebe Freunde, sind wir im Raumschiff. Oh.
Und jetzt. Halt ja die Klammer und mach einfach das Ding voll. Ja, ja, das ist halt so. So, jetzt haben wir hier bestimmt gestapelt. Warte mal, so ein kleines bisschen sortieren hier. Geht gar nicht. Okay. Jetzt haben wir das so. Ja. Das kann man verkaufen. Das kann man zum Bauen benutzen. Was ist denn das nochmal? Verbrauchsobjekt zum Handeln. Ah, wieder auf den falschen Kopf gekommen. Mensch. Ach, wir sind doch im Raumschiff. So. Sehr, sehr schön. Und jetzt geht's ab. Achso. Wow. Oh, Alter. Stopp. Okay. Also, gleich mal von Anfang an, mein lieber Freund. Optionen. Flug. Steuerungseinstellung. Umgekehrt. Dankeschön. Okay, liebe Freunde, wir jetzt selber. Yeah, jetzt können wir den Planeten abfliegen, Freunde. Das ist natürlich richtig geil. Und wir können... Schleuniger 2. Und... Ach, ist ja Landesequenz, upsala. Kann man nicht die Kameraeinstellung machen? Sind wir raus aus dem Planeten? Na, los, komm, wir müssen nochmal hoch. Systems ungefähr, haha. Und wir sind.
Wir sind im Weltraum, Freunde. Und wir kriegen auch im Weltraum. Sachen. Wow, wir haben es mal geschafft, mit dem Raumschiff loszulegen. Aber was ich natürlich noch möchte, ach so, steht ein schneller mit Kreis, okay. Das Raumschiff kaputt. Boah, wie geil. Und zack, liebe Freunde. Wir sind am Handelsposten angelangt. Unser kleines Rasamana ist geflogen. Ich freue mich so. Eindringling. Fische rot, gezackt, Bissspuren. Sind um den ganzen Hals des Kriegers herum zu sehen. Erfrische. Krallen scheinen seine Brust aufgeschützt zu haben und... Was? Und die Wiederherstellungs- und Heilungssysteme seines Anzugs blinken in deaktiviertem Zustand. Die Lebensform bellt mich zufrieden an. Es war ein knapper Sieg. Klar ist aber, dass er... dass ihre Verwundung ernst sind. Sie hat Probleme beim Atmen. Ach, das ist eine Sie. Weggehen, Sauerstoff mit ihm teilen. Der kriegt doch schon mit dem Atmungssystem nach Luft. Mhm. Eindringling, Vagin. Der Krieger gibt zu erkennen, dass er momentan kein Verlangen hat, mich zu töten. Seine Lippen ziehen sich sanft über seine Zähne. Ja, ja, ja. Schildaufladung. Ah, okay, wir helfen. Okay, ein Kunststoff nötig. Wie sinnlos ist das denn? Ich hätte gerne noch ein Wort gelernt. Reisemeilenstein schon wieder gelernt. Oh wow. Leck mir die Säck. 63.000 Units. Boah, schade, 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 schade. Das ist natürlich schade. Na ja, kommen wir da handeln. Willkommen in der Vorratsmatrix. So, das kann man verkaufen. Das kann man verkaufen. Das kann man verkaufen. Omikron. Schönes Wäffchen.
Naja. Ja, liebe Freunde, würde ich sagen, die hier hinten nochmal schnell speichern. Ich kann sie sogar schon wieder verkaufen. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir es geschafft für heute. Wir waren im Weltraum, liebe Freunde. Wir sind endlich mit dem Ding rumgeflogen. Aber wir haben ja noch ein bisschen was auf diesem Planeten zu erledigen. Und deswegen... mal guck mal, jetzt haben wir das Geld zusammen für die Waffe, oder? Ich bin immer nicht so gern Geldsparer, muss ich sagen. Lass uns mal hier nochmal handeln. Entschuldigung. Achso, was hat denn der überhaupt zu anbieten? Gucken wir mal. Nicht. Nachtkristalle. Hm? Da habe ich also, ne? Das ist die. Check mal. 63.450. Vergleichen bitte. Oh, guck mal, der hat noch mal ein paar Slots frei. Warte mal, der hat wie viele Slots? 7 Plätze oder 10 Plätze? Das ist sogar noch mal ein bisschen besser. Ja, dann. Her damit. Her damit, Freunde, der leichten Unterhaltung. Was haben wir denn hier? Scanner, Analyzer, Analyzer. Jetzt haben wir hier sogar nochmal Reichweitenerhöhung, Tau. So, wir brauchen jetzt trotzdem Strahlen. Präzise Laser. Okay, dann würde ich das hier gern zerlegen. Würde hier gerne eine Dings bauen. Ah, da fehlt wieder Plutonium. Das ist auch kein Problem, ne? Plutonium gibt es doch überall. Aber jetzt nicht hier, Freunde. Denn, müssen wir hier reingucken. Schildsplitter. Mhm. Boah. Wow. Wahnsinn. Wie rucki-zucki mit dem Ding. Ach, Mann. Jetzt können wir zum Beispiel dich bauen. Und natürlich, wo wir schon dabei sind,
die Nachladebeschleunigung. Aber ich hatte auch hier dieses. Die Magazin. Obwohl. Da wird es eine ganz andere Waffe. Wir können ja trotzdem die Magazinkapazität erhöhen. Oder? Dazu müssten wir. Weil ich sowas bauen. Eisen. Oh, jetzt können wir sogar schlagen. Ach, das kann man die ganze Zeit schon, ne? Okay, jetzt können wir. Okay, okay, okay. Dann sagen wir noch ein bisschen. Ich bin schon wieder über der Zeit. Ach Mann, ey, ich sag noch, ich mache ein paar zu Ende. Das ist sehr schlimm mit mir. Das gibt noch mal richtig Eisen. Das natürlich aufladen. Technologie aufgeladen. Achso, jetzt können wir natürlich in die Waffe. Munitionskapazität reinhauen. So, was ist denn das? Schnellere Berg. Terror, Zerstörung und das ist. So, Prallgranaten, Plasmawerfer. Gut. Würde ich mal frech behaupten. Was war denn hier? Schnellere. Schnellere Bergbau. Elementenabbau. Mhm. Technologie installiert. So. Okay, liebe Freunde, dann werde ich hier nochmal speichern. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt ins Bett gehen. Das heißt, ab der nächsten Aufnahme, ab dem nächsten Part, wird es wieder ein bisschen sinnvolleres Gelaber geben. So hoffe ich. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es macht mega Spaß, dieses Spiel. Und ja, dann bis dann. Tschüss.